Die Forderung nach einer dauerhaften Billiglösung für den Nahverkehr wird immer lauter. Auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets wollen Verbraucherzentrale und Städte und Gemeindebund günstige Preise. Wir brauchen keinen kurzen ÖPNV-Sommer, sondern ein flächendeckendes ÖPNV-Land, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, dem Handelsblatt. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, perspektivisch ein bundesweit gültiges, einheitliches und vergünstigtes Ticket folgen zu lassen. Für Landsberg ist klar, dass der Nahverkehr eine solide Finanzierungsbasis brauche. Erst dadurch können mehr Busse und Bahnen fahren und die tariflichen Angebote sich verbessern. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte konstant günstige Ticketpreise. Die Bundesregierung sollte deshalb ein Preismoratorium für Busse und Bahnen beschließen und in einen kundenfreundlichen ÖPNV und attraktive Angebote investieren, sagte Interimchefin Jutta Gurkmann dem Handelsblatt. Die sogenannte Nutznießerfinanzierung schlägt der VZBV zusätzlich vor. Arbeitgeber, Einzelhändler oder Private, dessen Immobilien wegen eines guten ÖPNV-Anschlusses an Wert gewinnen, sollen an der Finanzierung beteiligt werden,